Damit kommen wir zum nächsten Komplex gemeinschaftlich behandelnder Anträge. Das ist 28.8 und 28.9. Hier geht es um die wegfallenden Parkplätze auf der Karl-Marx-Straße. Der eine Antrag ist interfraktionell, der andere ist von der CDU-Fraktion. Die können zunächst eingebracht werden. Dann liegt ein Ergänzungsantrag der FDP vor, der vorgestellt werden kann. Und wir steigen dann ein in die Fraktionsrunde, beginnen mit der AfD-Fraktion. So, wer macht den Interfraktionellen? Herr Zastrow, bitteschön. Ich bin gerade kritisiert worden von meinem Fraktionskollegen, dass ich zu den Grünen so lieb gewesen wäre. Das ändert sich jetzt schlagartig. Frau Krause, Sie haben hellseherische Fähigkeiten. Ich habe vorhin gerade über, lieber Johannes Lichti, da ich ja nie bei Twitter unterwegs bin, festgestellt, dass ich dort das Synonym Autoholger habe. Dem will ich doch jetzt noch gerecht werden. Na, da bist du doch wieder zufrieden. Also, meine Damen und Herren, wir behandeln heute den Eilantrag der FDP Freie Wähler-Fraktionen vom 6. Juli. So geht das bei uns halt hier, wenn es zu, wenn es eilig ist. Inzwischen hat sich natürlich eine ganze Menge verändert, weil das, was wir an der Karl-Marx-Straße damals noch verhindern wollten, zumindest dafür sorgen wollten, dass die Bürger noch einbezogen werden, ist inzwischen vollzogen worden. Aus unserer Sicht ist das Kind in den Brunnen gefallen. Die 96 Parkplätze, die für die Anwohner dort zur Verfügung standen, sind verschwunden. Ersatz ist natürlich nicht gefunden worden. Und das alles ist passiert, ohne die Anwohner beispielsweise an einer Bürgerversammlung zu informieren, ohne die Anwohner rechtzeitig zu informieren, ohne die Nachbarn der Anwohner, nämlich in den Nebenstraßen, wo jetzt der Parkdruck entstanden ist durch die weggefallenen Parkplätze, überhaupt zu informieren. Und nicht mal alle Anlieger, alle Wohnungsbaugesellschaften sind informiert worden, nur eine einzige. Die anderen auf der anderen Straßenseite haben keine Informationen bekommen und sind, wie wir und viele andere auch, überrascht worden von der Umsetzung mitten in den Ferien, meine Damen und Herren. Und das ist vor allem dramatisch, weil dieser Stadtrat vor einem reichlichen Jahr eine Entscheidung getroffen hat, die die Stadtverwaltung zu respektieren hat. Nämlich damals auf Antrag der CDU wurde gesagt, wenn infolge der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes Anwohnerparkplätze wegfallen, dann hat die Stadtverwaltung für Ersatz zu sorgen. Dieser Antrag ist von der Landesdirektion als rechtlich bedenklich eingeschätzt worden, kann ja sein, aber der Wille des Stadtrates war eindeutig. Dann ist die Stadtverwaltung aufgefordert, ihn rechtlich sauber hinzubekommen. Das kann ich dann ja wohl erwarten, weil wir den politischen Willen klar geäußert haben. Und genauso wie es damals eine Mehrheit für das Radverkehrskonzept gegeben hat, gab es genau dafür auch eine Mehrheit, nämlich Parkplätze für Anwohner zu schaffen, meine Damen und Herren. Und das halte ich für unanständig und auch nicht für eine Erfüllung des Stadtratsbeschlusses, dass genau das nicht erfüllt worden ist, meine Damen und Herren. Ich weiß, dass der grünen Verkehrspolitik in Dresden die Anwohner egal sind. Es ist ihnen egal, wo die Anwohner ihre Autos hinstellen können. Es ist ihnen ganz besonders an der Karl-Marx-Straße egal, dass dort vor allem eher ältere Menschen leben und auch Menschen leben, die nicht mehr so mobil sind wie vielleicht die jungen Leute, die in der Neustadt mit der Situation besser klarkommen können, meine Damen und Herren. Und es ist ihnen egal, dass diese Menschen kein eigenes Grundstück haben, wo sie vielleicht ihr Auto parken können, wie unter Umständen am Weißen Hirsch, sondern dass das Menschen sind, die auch sich keinen teuren Platz im Parkhaus oder sowas nutzen können, sondern sind darauf angewiesen, dass sie auf der Straße einen Platz finden. Und deswegen ist das, was Sie da gemacht haben an der Karl-Marx-Straße, am Ende eben auch eine soziale Frage, die Sie aus unserer Sicht sehr unsozial beantwortet, meine Damen und Herren, haben. Und Ihnen ist egal, was jetzt eigentlich Pflegedienste machen, was Paketboten machen und was Handwerker machen. Sie können sich von der Situation überzeugen, können Sie überall in Dresden überzeugen, wo Sie Ihr Radverkehrskonzept umsetzen, beispielsweise auch unten am Terrassenufer. Wo stehen denn diese Fahrzeuge? Wo stehen denn jetzt genau der Pflegedienst, der an der Karl-Marx-Straße einen Bürger besucht oder auch am Terrassenufer? Ganz egal, überall.
Sie stehen auf der Wiesenfläche oder auf dem Fußweg, weil woanders geht es überhaupt nicht. Sie schaffen Maßnahmen, die zwar für alle Radfahrer, die einfach Klotsche die Karl-Marx-Straße aus Transitgründen verwenden, für die schaffen sie bessere Bedingungen, aber für die Menschen, die dort leben, deren Lebensmittelpunkt dort ist, haben sie eine ganz klare Verschlechterung geschaffen. Meine Damen und Herren, besonders kritisch wird es aber dann, wenn ich Ihre Begründung sehe. Sie haben ja die Maßnahme da oben als hochprioritär eingeschätzt. Und das, obwohl jeder von uns Stellen in Dresden kennt, wo ich glaube, viel dringender Handlungsbedarf wäre. Ganz gewiss nie am Gymnasium Klotsche. Dass dort der Schulweg besonders unsicher sein soll, lässt sich nicht belegen. Wir haben es nachgefragt. Sie haben immer von Doringfällen gesprochen. Nicht einen einzigen dokumentierten Doringfall gibt es auf der Karl-Marx-Straße laut Ihrer eigenen Antwort. Der Schulweg war auch früher schon genauso, wie er jetzt ist. Und gerade in Klotsche ist es ja anders. Dort kommen die meisten Kinder aus den Wohngebieten, aus den Nebenstraßen. Sie kommen genau von dort, wo jetzt die Autos parken müssen, wo jetzt der Parkdruck noch viel größer geworden ist. Viele Schüler übrigens kommen mit dem Bus, weil sie aus den Umlandgemeinden dort im Gymnasium sind. Ganz anders die Situation an der Stauffenbergallee. An der Neuen Oberschule, da gibt es überhaupt nichts, was für Verkehrssicherheit für Radfahrer gemacht worden ist. Überhaupt nichts, gar nichts. Katastrophale Situation. Das nehmen Sie hin. Die knappen Mittel, Herr Kühn, die Sie haben, setzen Sie dort ein, anstatt dort, wo wirklich eine Gefährdung ist. Da muss ich leider sagen, das können wir nicht akzeptieren. So geht es beim besten Willen nicht. Dass Sie aber auch nicht bereit sind, das ist dann leider wieder wahrscheinlich diese Portion Ideologie, die ich hier sehe, über pragmatische Lösungen nachzudenken, nämlich das, was alle Anwohner dir zuerst sagen, das sind nicht so viele Radfahrer, wenn sind es Kinder, dann lass uns doch Überwege machen und dann lass uns doch einen Fußradweg machen, weil auf den Fußwegen gar nicht so viel laufen. Da hat mir dann Ihr Kollege von der Fachabteilung gesagt, ja, da würden 20 Zentimeter Breite am Standard fehlen. Diese 20 Zentimeter hätte man locker von dem Stück Rasen, wo jetzt die Handwerkerautos stehen, wegnehmen können. Aber zu pragmatischen Lösungen sind Sie leider nicht da. Ich komme zum Schluss, Herr Bürgermeister. Am Ende, aber es ist ja so interessant, was ich sage, deswegen hören Sie mir ja gerne zu. Ein letzter Satz, da muss ich vielleicht an Ihnen nochmal kommen. Ganz schräg wird es, wenn ich dann sehe, was in Ihrer Vorlage zum Anwohnerparken drin steht. Auch da taucht die Karl-Marx-Straße wieder auf. Viel Freude im nächsten Wahlkampf da oben, das kann ich Ihnen jetzt schon versprechen, aber wie schizophren ist denn diese grüne Verkehrspolitik? Die haben die Parkplätze weggenommen. Wen wollen Sie noch mal zur Kasse bitten? Wie schräg ist das denn? Das ist Ihre Verkehrspolitik. Sie sollte sich schnell ändern, Herr Kühn. Danke. Als nächste Fraktionsrunde die AfD, Herr Vetterlein. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte Ihnen zunächst eine kleine Geschichte erzählen. Vor einem Monat, also im Oktober, war ich für eine Woche an der polnischen Ostseeküste im Urlaub. Und wissen Sie, was ich dort gesehen habe? Wunderschöne Fahrradwege, neu gebaute Fahrradwege, breite Fahrradwege, wunderschön. Und nicht auf Kosten von Fahrbahnen, sondern alles separat angelegt. Was man in Dresden ja nicht will. Und was noch interessanter war, die Fahrradfahrer, die dort gefahren sind, haben Rücksicht genommen. Die sind auch mal abgestiegen, haben auch mal Rücksicht genommen auf spielende Kinder, haben auch mal Familien mit Kinderwagen den Vorhang eingeräumt. Es war ein wirklich gutes Miteinander. Nun kenne ich die polnische Straßenverkehrsordnung nicht, aber in der deutschen steht der Paragraph 1, gegenseitige Achtung und Rücksichtnahme. Dort wurde es gelebt. Und was noch interessanter war, die meisten, die dort Fahrrad gefahren sind, waren Deutsche. Warum ist das also hier bei uns nicht möglich? Warum wird aggressiv gefahren? Warum wird gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen? Dort wäre mein Appell an die Fahrradpartei in Dresden, deren Wahlslogan ja ist, Fahrradfahrer Fürst, dass sie darauf Einfluss nehmen sollten. Aber zur Karl-Marx-Straße. Der Herr Zastro hat das schon wunderbar schön dargelegt. Es soll ja wohl in Dresden den einen oder die andere geben, die aus welchen Gründen auch immer nicht Fahrrad fahren können oder wollen. Ich denke da an ältere Leute,
die gezwungen sind, ihre Einkäufe doch bis zur Haustüre zu fahren. Ich denke an gehbehinderte Menschen, die auf ein Fahrzeug angewiesen sind. Ich denke da an Familien mit Kindern, die ihre Kinder zur Schule bringen, zum Kindergarten bringen. Das alles muss man berücksichtigen. Pendler, die von außerhalb kommen oder von Dresden nach außerhalb pendeln, die alle brauchen Parkplätze. Die brauchen sichere Parkplätze, die Sie jetzt genau an der Karl-Marx-Straße einfach weggenommen haben. 100 Parkplätze, die dort vorhanden waren, sind weg. 20 sollen Ausgleich geschaffen werden, aber bleiben immer noch wenigstens 80, die fehlen. Der Herr Zastrow hat es auch schon angesprochen, es gibt ja einen Beschluss vom 14.10.21 hier unseres Rates, wo beschlossen worden ist, dass genau Parkplätze, die wegfallen durch Fahrradstreifen, zu kompensieren sind, das heißt neue zu schaffen sind. Und es geht sogar so weit, dass in dem Beschluss drin steht, dass wenn es nicht möglich ist, diese zu kompensieren, dann dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauverkehr und Liegenschaften einen Vorschlag zu unterbreiten ist und das dort vorzulegen ist und zu diskutieren ist. Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form stattgefunden hat. Wie also gehen wir mit unseren eigenen Beschlüssen um? Die heute hier vorliegenden Anträge wären also bei Berücksichtigung der entsprechenden Beschlüsse eigentlich völlig hinfällig und unnötig. Nichtsdestotrotz glaube ich aber trotzdem, dass sie in der jetzigen Situation sehr hilfreich sind und sehr gut sind. Und deshalb werden wir als AfD beiden Anträgen entsprechend auch zustimmen, weil wir für eine ausgewogene Verkehrspolitik sind, für ein faires Miteinander aller Verkehrsteilnehmer und unter Berücksichtigung aller Interessen, die da eine Rolle spielen sollten. Vielen Dank. Als nächstes Grüne Fraktion, Frau Kaspari. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, Radfahrende haben Angst vor sich öffnenden Autotüren. Das ist nicht lächerlich, sondern 7% der Unfälle zwischen Fahrrad und Pkw entstehen genau dadurch, Doring-Unfälle, sich öffnende Autotüren. An der Karl-Marx-Straße gehen täglich über 1.000 Schülerinnen und Schüler in die Schule, ins Gymnasium Klotzsche. Und viele von ihnen fahren mit dem Fahrrad in die Schule, bergauf oder bergab. Ich war heute dort zur Eröffnung des Gymnasiums Klotzsche. Ich konnte mich davon überzeugen, wie voll die Fahrradständer waren. Die Verkehrsdichte, ich weiß, woher die kommen, ich weiß, wer die Petition mitgeschrieben hat. Sie kommen aus Weixdorf und fahren mit dem Fahrrad und sie haben Angst davor, die Eltern haben Angst, dass ihren Kindern etwas passiert. Sie waren vielleicht auch im Stadtbezirksbeirat Klotzsche, wo die Eltern erzählt haben, ich habe Angst, dass meinem Kind dort etwas passiert. Ich habe ihm verboten, mit dem Fahrrad in die Schule zu fahren. Die Verkehrsdichte auf dieser Straße, Karl-Marx-Straße, es sind über 10.000 Pkw jeden Tag, 7% Schwerlastverkehr. Und gleichzeitig ist es eine Hauptroute im Radverkehr. Genau deshalb hat der ADFC im Mai 2020 bereits eine Demonstration mit Poolnudeln gemacht. So konnte man deutlich sehen, die querliegenden Nudeln, man konnte deutlich sehen, dass es vollkommen ausgeschlossen war, im Gegenverkehr auch nur ein Fahrrad legitim zu überholen. 1,50 Meter Abstand kann da nirgends eingehalten werden. Und genau deshalb gab es eine Petition mit über 1.000 Unterschriften, die alle dafür gekämpft haben, dass sich daran etwas ändert. In der Straßenverkehrsordnung steht nicht ohne Grund an allererster Stelle die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Die Sicherheit steht ganz oben. Und damit musste die Verwaltung an dieser Stelle handeln, die eindeutig gefährlich ist. Und ich kann die Verwaltung nur ausdrücklich loben. Sie haben tatsächlich geschafft, rechtzeitig vor der Rückkehr der Schülerinnen und Schüler ins Gymnasium Klotzsche noch diese Gefahrenstelle zu entschärfen. Damit wurde vermieden, dass so ein schrecklicher Unfall wie an der Petersburger Straße, dieser schreckliche Unfall, den wollten wir an der Karl-Marx-Straße vermeiden. Und das ist durch den Umbau dieser Straße
sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich geworden. Vor, während und nach dem Umbau wurde das Projekt im Stadtbezirksbeirat Klotzsche vorgestellt. Herr Zastros, Sie haben nicht mit Ihren Stadtbezirksbeiräten gesprochen. Der Konflikt ist wie so oft in Dresden, der Platz ist begrenzt, die Straße geht ja nicht endlos in die Breite, aber wenn man Sicherheit will im Radverkehr, und Sie sind ja, viele von Ihnen sind für Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer, also auch Sicherheit im Radverkehr, dann brauchen Sie Platz. Und der Platz auf der Karl-Marx-Straße hat für die Sicherheit nur gereicht, wenn man nur auf einer Seite das Straßenrandparken erhalten konnte. Auf Eigeninitiative hat die Verwaltung, ohne verpflichtet zu sein, eine detaillierte Untersuchung über viele Seiten unternommen, wo sie alle Parkplätze gezählt hat, recherchiert hat, welche Autos alle wo stehen und wie viel, wo sind in den Innenhöfen Platz und so weiter. Und sie haben festgestellt, wenn man alle öffentlichen und privaten, und davon gibt es sehr viele, es gibt nämlich die Innenhöfe, wenn man die alle betrachtet, dann gibt es ausreichend Parkplatz in diesen Parkfreilächen in diesem Areal. Wir Grünen unterstützen die Vorschläge, die im Stadtbezirksbeirat Klotzsche gekommen sind. Und zwar haben sie vorgeschlagen, dass an unübersichtlichen Einmündungen Spiegel aufgestellt werden, damit man sieht, wer die Straße entlang fährt. Und sie haben auch vorgeschlagen, dass Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden, weil Einwohner, die kamen in den Stadtbezirksbeirat, sagten, dass dort viel zu schnell gefahren wird. Wir unterstützen auch ausdrücklich, dass Bewohnerparken eingeführt wird. Denn Bewohnerparken sorgt dafür, dass der Platz zuerst mal für die Anwohner da ist, die uns wichtig sind, uns Grünen. Und wir haben hier in Klotzsche ein Problem. Wir haben das Problem, dass wir den Flughafen haben, dass Flughafengäste gerne kostenfrei in Klotzsche parken und nicht im Parkhaus parken. Wir haben uns extra in den Straßen, ich habe mich erkundigt bei Leuten, die in der Umgebung des Flughafens wohnen und mir ganz genau erklärt haben, wie lange dort die Autos stehen, die definitiv nicht aus Dresden kommen und die natürlich, und das kann jeder nachvollziehen, die teuren Kosten des Parkhauses am Flughafen vermeiden wollen. Das ist völlig normal und menschlich. Deshalb brauchen wir das Bewohnerparken. Ich sage es nochmal, Doring, können Sie mal bitte mich reden lassen? Ich bin jetzt dran und nicht Sie. Bewohnerparken. Herr Zastrow, jetzt hat überwiegend Frau Kaspari das Wort. Sie können sich gerne auf die Redeliste setzen. Vielen Dank. Doring ist gefährlich und daran gibt es keinen Zweifel. Schülerinnen und Schüler wollen wir Grünen zumindest schützen. Wir wollen, dass sie keine Unfälle bauen. Ich freue mich ausdrücklich und ich kann Ihnen sagen, bei mir haben sich viele Menschen gemeldet, die gesagt haben, sie sind so froh über diese Veränderung, über die deutliche Verbesserung der Schulwegsicherheit an der Karl-Marx-Straße. Darüber freuen sich viele. Ich bitte um punktweise Abstimmung. Und ich bitte darum, dass Sie, Herr Bürgermeister Kühn, vielleicht noch eine kurze Stellungnahme im Anschluss zur Situation geben. Vielen Dank. So, als nächstes eine Fraktionsrunde, die Fraktion Die Linke mit Herrn Wirz. Ja, sehr geehrter Herr Baubürgermeister, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die CDU verzichtet in diesem gesammelten Tagesordnungspunkt gleich drauf, ihren Antrag einzubringen. Gut, fangen wir mal mit der FDP an. Es ist ja traurig, wie die Liberalen so auf den Hund gekommen sind und sich hier vorstellen und jammern und jammern und jammern. Herr Zastrow, Sie haben vor lauter Schreck vergessen, Ihren Ergänzungsantrag einzubringen, nämlich dass dort drei Grundstücke in Rede stehen, wo man im Prinzip parken könnte. Ich sage Ihnen gleich eins, auf der Wiese, das wird nicht funktionieren, sonst sinken dort die Autos mit der Zeit bis zur Narbe ein. Auf den befestigten Flächen geht das gleich. Wunderbar, das kann man hier ablehnen, weil es ist ja mal eine alte liberale Tugend gewesen. Wenn die Menschen sich selbst helfen, wenn dort privates Engagement zu einer Lösung führt und dort versiegelte Grundstücke vorhanden sind, wo die Anlieger parken können und vielleicht auch die Flughafenparker nicht parken können, dann ist den Leuten ja geholfen. Das ist ja wunderbar. Dann kann der Staat sich raushalten. Dann muss man nicht dauernd nach dem Staat rufen und nach dem Schutzmann, sondern kann im Prinzip hier ganz klar sagen, die Leute, wunderbar, es ist ein liberales Land und die organisieren ihr Parken selbst. Doch herrlich.
Wir sind dort sehr schon kritisch gewesen und haben uns das genau angeguckt. Aber was kam denn im Ausschuss raus? Im Ausschuss kam raus, selbstverständlich, dort parken Leute, die im Prinzip zu geizig sind, ihr Auto, wenn sie eine Flugreise antreten, kostenpflichtig im Parkhaus anzustellen. Abgesehen davon, ich würde das nicht machen, weil in diesem Flughafen, da ist unten so ein Untergeschoss drin, da gehen solche Eisendinger rein, das ist, nennt sich Eisenbahnen, da kann man auch im Prinzip woanders parken und dort im Prinzip hinfahren, braucht gar kein Geld zum Parken ausgeben. Also die Notwendigkeit, es hat im Prinzip, es wird gejammert, dass irgendwas weggefallen ist, aber keine im Prinzip, dieser Antragsteller hat hier nachgewiesen, dass Parkdruck besteht. Kein Nachweis. Im Übrigen werden wir ja auch nicht über die Anträge abstimmen, sondern über im Prinzip eine Ausschussarbeit. Und das lange Jammern und Lamentieren und Dramatisieren des Herrn Zastrow hat zur Folge, was stand denn in dem Antrag drin? Im Antrag stand drin, dass die Markierungsarbeiten aufgehört werden. Jetzt wissen wir aber im Prinzip genau, dass die Aufteilung und Organisation des Verkehrsraumes und die verkehrsrechtlichen Anordnungen, Gott sei Dank möchte man fast sagen, der launischen Politik entzogen sind, sondern das Geschäft der laufenden Verwaltung. Das heißt, diese Anträge sind eigentlich so schwebend, wenn sie in den Verkehrsraum eingreifen, eigentlich rechtswidrig. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Insofern, was bleibt denn hier eigentlich übrig? Beim FDP-Antrag bleiben dann noch Dinge übrig, die auf dem Anfragewege zu erklären sind, wie denn eigentlich, machen wir mal ein Beispiel, wie denn eigentlich aus das Doring auf der Karl-Marx-Straße gefährlich sei. Das Doring ist nicht nur auf der Karl-Marx-Straße, sondern generell gefährlich, wenn man das mal erlebt hat. Es ist wirklich hässlich, dann die Wahl zu haben, im Prinzip in eine Autotür reinzufahren und dann mit dem Hals dort oben irgendwo hängen zu bleiben, wenn man Pech hat. Oder im Reflex in den fließenden Autoverkehr reinzufahren, was dann auch ein LKW sein kann. Und es ist eben nicht die Rücksichtslosigkeit des Radfahrers, sondern es ist die Bräsigkeit von manchen Autofahrern, die die Tür aufreißen in den Radweg hinein. Das ist dann eben gefährlich und dann hat der Autofahrer den Haftpflichtfall am Hals und der Radfahrer unter Umständen ist schwer verletzt oder sogar, wie wir es auf der St. Petersburger Straße eben gewärtigen mussten, tot. Und um das auszuschließen, um Ausweichmöglichkeiten zu geben, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, ist es nicht vollkommen abwegig, hier auch Parkplätze abzuordnen. Wie gesagt, also ein Parkdruck ist nicht nachgewiesen worden. Der FDP-Antrag, der ist hilflos. Wir haben im Prinzip in dem CDU-Antrag dann einstimmig, übrigens haben Sie mitgestimmt im Ausschuss, Herr Zastrow, einstimmig beschlossen, dass dort Bewohnerparken im Prinzip untersucht wird. Bewohnerparken ist da auch kein Allheilmittel. Es ist überhaupt, Sie machen sich da ja so ein bisschen wie Mephisto jetzt zurzeit bei CDU und FDP. Sie müssen jetzt ganz laut rufen, dass überall Parkplätze fehlen. Das müssen Sie ganz laut machen. Da wird nämlich überall Bewohnerpark, da wird überall Bewohnerparken angeordnet und da ist jetzt freigestellt, was das kostet. Und die Leute können sich dann nämlich freuen, dass sie denen zwar nicht mehr Parkplätze, aber eine Parkkarte beschert haben, die sie dann kaufen müssen, um sich um diese knappen Parkplätze zu konkurrieren und dann 200, 300, 400 Euro dafür bezahlen können. Das ist dann ihr Erfolg, den sie zurzeit haben. Ich mache sie nicht, ich mache sie nicht, ich mache sie nicht, das machen sie. Sie schreien doch nach Parkplätzen, sie schreien doch nach Parkknappheit. Jetzt kommt das Interessante, das Bewohnerparken kann aber nach derzeitiger Rechtslage nur angeordnet werden, wenn der Bewohner einen Vorteil gegenüber den externen Parker hat. Und wenn es den externen Parker nicht gibt, dann wird es wiederum schwierig. Insofern müssen Sie aufpassen, was Sie tun, damit Sie nicht reinfallen. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip eine Beschlussempfehlung für den CDU-Antrag, die sagt, Bewohnerparken untersuchen, okay, es gibt eine Infovorlage, wo noch eine Parkfläche mit gefunden werden sollte, das kann man auch bringen. Im Prinzip ist die Frage erstmal grundsätzlich, besteht überhaupt Parkdruck? Ist dort die Welt untergegangen? Offensichtlich nicht. Ich denke, die Stadt hat schwierigere Probleme, als im Prinzip über ein paar abgeordnete Parkplätze zu lamentieren. Ich denke, die Verkehrssicherheit hat sich erhöht. Wir haben alle was davon und es ist auch im Prinzip müßig, im Prinzip populistisch, immer auf solche Dinge aufzuspringen, wenn danach nichts passiert. Wir hatten das Beispiel Albertstraße, da haben Sie den Weltuntergang herbeigebeschworen, wenn dort eine Fahrspur wegkommt. Es funktioniert wunderbar dort mit dem Radweg und dieser Einspurigkeit auf der, in der Verkehrsführung. Die Autos konnten die Straße gar nicht zweispurig erreichen. Man konnte nur einspurig dort einfahren. Insofern dramatisieren Sie sich diese Dinge nicht, konzentrieren Sie sich auf die Dinge, wo es wirklich mal prekär werden könnte. Aber Sie rufen im Prinzip dauernd nach der Feuerwehr und wenn sie dann mal wirklich gebraucht wird, kommen sie vielleicht nicht mehr, weil die Leute sagen, ach, das ist wieder nur so ein Populismus, wo was behauptet wird, was ja gar nicht stimmt. Insofern hängen wir das Problem ein bisschen tiefer und realistischer und schauen wir, dass im Prinzip niemand zu Schaden kommt, wenn er mit dem Fahrrad fährt. Vielen Dank.
So, als nächstes in der Fraktionsrunde CDU-Fraktion mit Herrn Böhm, der vermutlich auch seinen Antrag einbringen wird. Ja, Herr Baubürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, nun kann ich dann doch etwas später den Antrag von uns auch noch einbringen. Schöne Sache. Vielleicht noch mal kurz zu meinen Vorrednern. Lieber Kollege Wirz, schön von Ihnen zu hören, dass es das Anwohnerparken mit Ihnen nicht geben kann, nicht geben wird, mit uns auch nicht. Und damit, denke ich mal, wird es wohl dort bei dem Thema etwas ruhiger werden. Aber vielleicht noch mal auch zu zwei anderen Dingen, lieber Thilo Wirz. Wir möchten nicht das Anwohnerparken prüfen lassen, sondern wir möchten es da oben unverzüglich einrichten lassen, damit für die Anwohner dort wirklich ein Stück was passiert. Und wir haben das auch da oben so gesehen und so sagen uns das auch unsere Leute, dass es da schon einen Parkdruck gibt und es gibt dort schon Fremdparker. Also insoweit ist das schon ein sinnvolles Mittel. Ja, und Holger Zastrow hat natürlich vollkommen recht. Wir haben ganz andere Stellen in Dresden und wenn wir uns alle mal ein bisschen zusammentun würden und würden das Thema Königsbrücker Straße am Gymnasium mal angehen. Ich glaube, das wäre noch eine wichtige Sache, in dieser Legislatur dort zu einer Lösung zu kommen. Und es ist auch richtig, was Holger Zastrow gesagt hat, dass natürlich wir damals einen Antrag initiiert haben, dass Parkplätze, die wegfallen, unter anderem für Radwege, dass dafür noch Ersatz gesucht werden soll. Wir haben natürlich nicht gesagt, dass die Radwege nicht wegfallen dürfen, wenn keine Ersatzparkplätze kommen. Wir haben gesagt, es soll gesucht werden und im Zweifel soll der Ausschuss dann sich damit befassen. Und das ist natürlich auch zu kritisieren an der Vorgehensweise. Was sich gezeigt hat hier bei meinen Vorrednern, dass natürlich sehr extreme Positionen zueinander laufen, man weiterhin versucht, Radfahrer und Autofahrer ein Stück weit gegeneinander auszuspielen. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Wir müssen da für alle Beteiligte gemeinsame Lösungen suchen. Und es ist natürlich klar, dass Sicherheit auf Radwegen und insbesondere auf Schulwegen wichtig ist. Und es lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Mittlerweile haben wir wöchentlich schwere Unfälle mit Radfahrern. Wir müssen da deutlich mehr machen beim Thema Radverkehrssicherheit. Und wenn es notwendig ist, wird an der einen oder anderen Stelle halt auch ein Parkplatz wegfallen müssen. Das wird sich wohl nicht ändern lassen. Wir aus unserer Sicht sehen auch das Thema im Nebenstraßennetz, das ganze Thema Radverkehr abzuwickeln, mittlerweile auch kritisch. Also diese Radvorrangroute Ost hat auch so ihre Probleme. Da glauben wir, dass wir uns dann vielleicht doch an den Hauptstraßen eher orientieren sollen. So, nur noch mal kurz zu dem, was wir wollten. Für uns war klar, dass man da oben schnell zu einer Lösung kommen sollte. Das Thema war Umfeldsuche mit den Wohnungsbaugenossenschaften. Das Thema war der zügige Umbau dieses Ersatzparkplatzes, was wohl immer noch nie passiert ist. Das Thema Anwohnerparken und die Stellplatzbörse. Und natürlich sind auch die Grundstücksideen, die jetzt von der FDP gekommen sind, sehr hilfreich. Also grundsätzlich werden wir deswegen auch dem Antrag der FDP zustimmen, unserem eigenen sowieso. Und vielleicht noch zur Doring-Problematik. Ja, es gab nicht nur einen Toten, sondern es gab auch, ich glaube, in den letzten 3 oder 4 Wochen mehrere Doring-Fälle an anderen Stellen in Dresden. Also das Thema sollte man nicht wegdiskutieren. Ich werbe dafür, dass man auch in der Zukunft mit Maß und Mitte die Belange von Radfahrern und von Autofahrern ausgleicht. Und vor allen Dingen sollten uns die Anwohner mit ihren Parkplätzen schon ein Stück weit im Blick sein. Aber wir müssen natürlich auch für Sicherheit für den Radverkehr sorgen. Danke. Als nächstes in der Fraktionsrunde wären die Freien Wähler dran. Herr Nitsche. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, die Geschichte der Radwege an der Karl-Marx-Straße ist eine Geschichte von Ideologie, Angst und von Verrat. Dass in Dresden Parkplätze gestrichen werden und Radwege eingerichtet werden, das ist grundsätzlich erstmal nichts Neues. Und es ist auch nichts Neues, dass es Widerstand dagegen gibt und dass es Kritik daran gibt, dass Parkplätze ersatzlos gestrichen werden. Aus dem Grund hat der Stadtrat ja auch beschlossen, dass immer dann, wenn für den Ausbau von Radwegen Stellplätze wegfallen, in unmittelbarer Nähe neue ausgewiesen werden sollen.
ist das nicht vollständig möglich? Und jetzt ein Zitat, ist vor Beginn der Rückbau- und Markierungsmaßnahmen dazu ein Beschluss des zuständigen Bauausschusses erforderlich? So, wir haben heute von dem Beschluss schon gehört. Wir wissen, dass er von der Stadtverwaltung nicht umgesetzt wird. Und wir wissen, dass es aufgrund eines Einspruchs der Landesdirektion der Fall ist. Aber wir wissen auch, die Stadtverwaltung hat dazu erstmal bei der Landesdirektion nachgefragt, ob es das denn machen muss. Und wir wissen auch, das ist jetzt an dem Punkt auch in gewisser Weise erkennbar, dass die Stadtverwaltung sich hinter der Landesdirektion versteckt. Man könnte fast den Eindruck bekommen, sie ist zu feige, den Bürgern reinen Wein einzuschenken oder vor dem Bürger Angst zu haben. Denn, so versteckt sich noch hinter einem zweiten Punkt, der Bürgerbeteiligungssatzung. Auch diese, und ich würde mal sagen, von dieser Seite des Hauses mit unheimlicher Freude und Intensität, angepriesene Satzung wird missachtet. Denn in der steht explizit drin, dass bei solchen Angelegenheiten auch die Bürger vor Ort einbezogen werden können. Dass man diesen idealen Zeitpunkt kurz vor den Sommerferien herausgepickt hat, ist in gewisser Weise verständlich, weil der Widerstand in den Sommerferien natürlich etwas geringer ist. Vor allen Dingen, wenn der Eilantrag noch mal geschoben wird. Und diese Begründung, Klotscher Gymnasium, wird auch schon in dem Punkt wieder hinfällig, wenn man weiß, dass kurz nach Einrichtung des Radweges, dieser sofort gesperrt worden ist, für die Einrichtung der Baustellenzufahrt und für die Baustelle des Klotscher Gymnasiums. Das ist ein Punkt, der die Unüberlegtheit des Zeitpunktes zeigt und der aufzeigt, oder der die Fragen aufwirft, ist es Angst, will man wenig Widerstand, will man vielleicht auch die Bürgerbeteiligungssatzung in gewisser Weise umgehen oder warum begeht man insgesamt Verrat daran? Ich wundere mich, dass Sie da nicht aufstehen und vehement sagen, so geht's nicht. So, meine Damen und Herren, Sie haben Widerstand bekommen, zum Beispiel von uns. Wir wollten weitere Parkplätze als Ersatz für die Entfallenen. Wir wollen Bürgerbeteiligung bei der Suche nach geeigneten Antworten für dieses regionale Anliegen. Und wir wollen, und das ist etwas, was gerade dort wieder ein Beispiel ist, wir wollen keine künstliche Verknappung von dem Gut Parkraum, um dann im zweiten Schritt Anwohner zum Erwerb von Bewohnerparkausweisen zu zwingen. Wir wollen keinen Ausschuss von Senioren oder anderen Gruppen, Autofahrern. Wir wollen eine Beteiligung aller. Und wir wollen auch eine Beteiligung aller an der Lösung von diesen Fragen. Was wir wollen, ist keine ideologiegeprägte Politik und keine Konfrontation und kein Kampf zwischen Radfahrern und Autofahrern, sondern eben einen sinnvollen Kompromiss, der von allen erarbeitet wird und wo man die Gelegenheit dazu hätte im Sommer nutzen können. Das gilt für die Karl-Marx-Straße und das gilt für alle anderen ähnlichen gleichlautenden Vorhaben. Sie haben jetzt gehört, die Geschichte von Ideologie, Angst und Verrat, so habe ich es am Eingang genannt. Und was wir wollen, und jetzt darum bitte ich auch um Zustimmung zu dem gemeinsamen Antrag und zum Ergänzungsantrag der FDP, was wir wollen, das ist, dass sich Sie und auch manchmal auch diese Teile des Stadtrats von ideologiegeprägter Politik lösen, dass wir keine Angst vor den Anwohnern haben, dass wir Vertrauen in die Dresdner haben und ihnen rein Wein einschenken, was für Konsequenzen diese Politik hat, und dass wir die Bürgerbeteiligungssatzung achten und nutzen. Und all denjenigen, die vorhin in der Debatte noch mal darauf hingewiesen haben, wie stark frequentiert von Nicht-Dresdner Fahrzeugen diese Region ist, lese ich noch, das ist mein letzter Satz, folgende Kürzel vor: DD, DD, FG, C, DD, FL, CB, DD. Das waren am Dienstagabend die Bewohner der Altfrankener Straße in Dresden-Löbtau, die wahrlich nicht ihre Fahrzeuge dort parken, um anschließend in den Flieger zu steigen. Vielen Dank.
Als nächste Fraktionsrunde wäre die SPD, die verzichtet. Dann hätten wir die Fraktion Dissidenten. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe zwei Menschen im Saal und draußen im Stream. Jetzt hast du bei dem Tagesordnungspunkt davor, da waren Sie ja friedlich und lieb und freundlich. Und Sie werden sich wundern, das bin ich jetzt auch. Ja, Sie haben sich vielleicht auf was anderes gefreut, aber ich bin total handzahm. Lassen Sie mich beginnen damit. Ja, so bin ich. Wir können das auch mit den Putten zusammen machen. Ja. Auf jeden Fall, worum geht's? Auf der Karl-Marx-Straße ist ein Radweg entstanden. Und dieser Radweg ist entstanden, A, weil er im Radentwicklungskonzept steht und B, weil die Schule, die da jetzt saniert ist, jetzt wieder offen hat und man es schlechterdings nicht die Verantwortung übernehmen möchte. Ja, es geht nicht darum, ob man jetzt glaubt, dass da Fahrräder fahren oder nicht. Man möchte nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass wenn dort ein Unfall passiert und die drei oder vier Mal, die ich in meinem Leben da mit dem Fahrrad langgefahren bin, da habe ich schon ein bisschen Angst bekommen von den LKWs, die da an mir vorbeiziehen. Also, das ist passiert. Und was ist dann passiert? Dann ist das passiert, was immer passiert, nämlich die FDP hat einen Eilantrag gemacht. Nein, stopp, nicht bauen, wir machen das nicht, wir müssen erstmal irgendwie Kompensation finden und so weiter und so fort und so fort. So, das war einmal und vor zwei, drei Jahren, da hat es auch alles noch geklappt, ne? Albertstraße und so weiter und so fort. Jetzt ist hier aber ein sehr schöner Vorgang entstanden, den ich durchaus als Fortschritt bewerte. Es ist dieser Antrag in den Stadtbezirksbeirat Klotzsche gegangen. Klotzsche hat ihn etwas umgeschrieben. Herausgekommen sind ganz viele Prüfaufträge, die man durchaus prüfen kann. Ich bin ein Freund von Informationen. Und herausgekommen ist, das stand schon vorher drin, aber wurde bestätigt, eine Einwohnerversammlung. Auch das finde ich ausgesprochen sinnhaft, dass man mit den Menschen spricht. Und jetzt kommt der Punkt. Das war früher anders. Das war auch anders dann, als Ortsbeirat oder Stadtbezirksbeirat Neustadt zur Albertstraße was gesagt hat. Die FDP und Herr Zastrow im Bauausschuss hat nicht mehr an diesem Beschluss von Stadtbezirksbeirat Klotzsche herumgeschraubt. Und das habe ich doch durchaus als positives Zeichen gewertet. Wir kriegen jetzt also Prüfaufträge und eine Einwohnerversammlung. Und da sage ich mal, als Dissident, als Pirat, da kann ich sehr gut zustimmen. So, verwundert jetzt vielleicht welche, aber warum auch nicht. Das andere ist, der zweite Antrag von der CDU ist auch in diese Richtung. Wer hätte denn gedacht, dass wahrscheinlich der erste beschlossene Antrag im Stadtrat Dresden zu Anwohnerparken von der CDU kommt? Ich nicht. Ich finde das aber natürlich ausgesprochen sinnhaft, denn ich selber habe, als ich früher in grauer Vorzeit, Jahrzehnte her, ein Auto hatte mit einem Kennzeichen, was mit DD angefangen hat. Immer wenn ich dann in grauer Vorzeit in Urlaub geflogen bin, bin ich natürlich mit dem Auto da hoch, habe mich da hingestellt, mich in den Bus gesetzt, bin zwei Wochen weggeflogen und kam dann wieder und habe mich in mein Auto gesetzt und bin nach Hause gefahren. Ich bin natürlich auch faul. So, ja? Und das würde natürlich mit Anwohnerparken dieses Problem, was ja in der Tat ein Problem ist, Ressource, Stadtraum, teuer, wichtig, sollte nicht von jemandem zwei, drei Wochen belegt werden, nur weil er sich die 12 Euro fürs Taxi spart oder die, weiß nicht, wie teuer das Parkhaus da ist, oder zu faul ist, mit der S-Bahn dahin zu fahren. So, also, sowohl der Antrag der FDP in der modifizierten Fassung des Stadtbezirksbeirats Klotzsche, was uns Prüfaufträge bringt und eine Einwohnerversammlung, als auch den CDU-Antrag, werde ich mit Freude zustimmen. Und die Freude bedeutet, dass ich mich freue auf die Zukunft, auf dass wir vielleicht in Verkehrsthemen nicht uns gegenseitig immer Ideologie hoch 3 oder Ideologie hoch 5 vorwerfen, sondern dass wir gemeinsam Lösungen bekommen und sehen, dass Stadtraum teuer ist und dass wir vielleicht im Jahr 2023 ab und weiter andere Aufteilungen des Raums brauchen, andere Konzepte in der Stadt, als es in der Vergangenheit war. Dankeschön.
So, ich wäre mit der Fraktionsrunde durch. Ich habe registriert, dass Herr Stadtrat Lichtin noch Aussprachebedarf hat. Gibt es weiteren Aussprachebedarf? Dann bitte signalisieren. Herr Lichtin. Sehr geehrter Herr Baubürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, nachdem jetzt zum wiederholten Male schon Mitglieder der Fraktion der sogenannten Freien Wähler sich zur Bürgerbeteiligungssatzung meinen, äußern zu müssen und ihre Äußerung unschwer hat erkennen lassen, dass sie nicht im Ansatz verstanden haben, um was es da geht, versuche ich es Ihnen noch einmal zu erklären. Und dann hören Sie weiter zu, bis zum Schluss verspreche ich Ihnen eine überraschende Wendung, die Ihnen vielleicht dann auch doch noch gefallen könnte. Die Bürgerbeteiligungssatzung lohnt sich die Lektüre. Aber wir haben ja auch vorhin gelernt, dass das mit der Lektüre von grundlegenden Dokumenten der Stadtpolitik und der Stadtverfassung nicht unbedingt das Ding der Fraktion der sogenannten Freien Wähler ist, wenn ich da an Herrn Ex-Kollegen Hanig denke, der die Geschäftsordnung nicht kennt. Die Bürgerbeteiligungssatzung ist ein Instrument einer Graswurzel, ist ein Graswurzelinstrument. Das heißt, ob eine Bürgerbeteiligung stattfindet, entscheidet nicht der Stadtrat oder entscheidet nicht der Ortsbeirat, sondern es entscheiden die Bürgerinnen und Bürger selbst. Das ist der entscheidende Unterschied. Die Bürgerinnen und Bürger müssen selbst tätig werden. Das ist der Kern der Bürgerbeteiligungssatzung. Die Bürger sollen nach dem Vorbild des Bürgerbegehrens Unterschriften sammeln, lang nicht so viele wie beim Bürgerbegehren, damit es auch handhabbar ist. Und dann soll dann, wenn das erfolgreich ist, die Bürgerinnen und Bürger eine qualifizierte Information seitens der Stadtverwaltung erhalten können in öffentlicher Sitzung. Oder Sie können sich entscheiden, eine Bürgerversammlung durchzuführen, die dann eine Empfehlung an den Stadtrat abgibt, die dann vom Stadtrat zu behandeln ist. Eine Empfehlung. Das heißt, der Stadtrat kann dem zustimmen oder er kann dem nicht zustimmen. Natürlich steht dahinter der Gedanke, dass wenn da eine breite Bevölkerungsgruppe dahinter steht, die wirklich gesammelt hat, die auch eine Bürgerversammlung durchgeführt hat und viele Leute teilgenommen haben, dass sich der Stadtrat einer solchen Empfehlung schwer wird entziehen können. Jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich hoffe, dass ihr die vielleicht positiv überraschen könnte. Ein entscheidendes Element dieser Bürgerbeteiligungssatzung ist die sogenannte Vorhabenliste. Die Vorhabenliste ist eine Liste, zu der der Bürger, der Oberbürgermeister verpflichtet ist, die regelmäßig, am besten zu Anfang des Jahres, zu veröffentlichen, in der der Bürgermeister, der Oberbürgermeister bekannt gibt, welche Vorhaben er dann für so wichtig hält, dass er sie Vorhaben im nächsten Jahr, im nächsten anderthalb Jahren, dass er sie den Bürgern vorlegen will, mit dem Ziel, Bürger und Bürger, überlegt euch, ob ihr dazu das Instrument der Bürgerbeteiligungssatzung anwenden wollt. Und jetzt kommt diese Vorhabensatzung, diese Vorhabenliste, die gibt es bis heute nicht. Wir haben das im Jahre 2019 beschlossen. Herr Oberbürgermeister Dirk Hilbert, der hat dann im Wahlkampf sich immer so als großer Bürgerfreund und sowas scheriert, hat es bis heute nicht für notwendig gehalten, diese Vorhabenliste vorzulegen. Ich habe da schon vor anderthalb Jahren mal nachgefragt, hat er gesagt, na, das interessiert mich alles nicht. Also, liebe Fraktion der sogenannten Freien Wähler, wenn Ihnen tatsächlich dieses Instrument der Bürgerbeteiligung so teuer und lieb und wert ist, dann kämpfen Sie doch mit uns darum, dass der Herr Oberbürgermeister, den Sie, glaube ich, ja auch unterstützen, endlich mal seine Verpflichtung aus der Bürgerbeteiligungssatzung erfüllt, ist eine Rechtspflicht und diese Vorhabenliste vorlegt, sodass die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt entscheiden können, ob sie von der Bürgerbeteiligungssatzung Gebrauch machen wollen oder nicht. Also, vielen Dank für Ihr Interesse, aber machen Sie sich kundig und dann ergreifen Sie das richtige Instrument. So, jetzt könnten die einreichenden Fraktionen noch die Schlussworte halten. Das erste wäre ja 28.8 interfraktionell, vermutlich Herr Zastrow und dann Herr Böhm verzichtet. Okay. Und dann nehme ich vielleicht deine Redezeit mit dazu, geht das? Nein. Nein, schade. Ich wollte es versuchen. Ja. Also, es war eine ganz muntere Debatte mit interessanten Aussagen. Einige davon will ich noch mal kurz bewerten, dass der Kollege Wertz komplett vergessen hat, den sozialen Aspekt, auf den ich vorhin sogar noch so ein Stück weit hingedeutet habe, zu erwähnen, dass ihm das egal ist, dass dort Leute, ganz normale
Mieter, die auch keine Chance haben, auf private Art und Weise, weil sie vielleicht ein Grundstück haben, die Parkprobleme zu lösen, dass ihnen das egal ist, finde ich eine sehr interessante Aussage für eine Partei, die sich die Linke nennt. Und was das Anwohnerparken betrifft, Herr Wirtz, ja, ich will Sie eigentlich gar nicht so richtig provozieren jetzt, weil ich gerade von Ihnen gehört habe, dass Sie das, was die Stadtverwaltung zur Finanzierung des ÖPNV plant, mit dem Anwohnerparken für super hohe Gebühren nicht mitmachen werden. Und das sind Sie auf unserer Seite, das finde ich ja sehr, sehr gut. Ich will trotzdem eins sagen, Anwohnerparken, wie es bisher ist, nämlich für die Verwaltungsgebühr, damit Leute vor Ort ein Privileg haben, sollte es Parkdruck geben in der Neustadt, das machen wir mit, gar keine Frage. Aber Anwohnerparken zur Finanzierung des ÖPNV, nein, das machen wir nicht mit, ganz gewiss nicht. So, und wenn Sie dann sagen, kein Parkdruck, dann muss ich sagen, wo leben Sie? Sie waren wahrscheinlich noch nie da oben. Also nur mal kurz eine Seitenstraße rein, Dürnichtweg, jetzt um die Zeit. Machen Sie es, fahren Sie mal rein. Katastrophe, kommen Sie gar nicht durch. Muss einer auf der einen Seite an der Boldener Hagestraße warten, wenn von der anderen Seite von der Karl-Marx-Straße einer reinfährt. Sie kennen einfach die ganze Gegend nicht. Sie kennen es nicht. Wenn Sie es kennen würden, wüssten Sie, dass auch sämtliche Parkplätze schon vor Jahren an der Boldener Hagener Straße verschwunden sind. Unten an der Fahrradstraße, die geplant wird, werden Sie auch noch wegkommen. Das heißt, der ganze Parkdruck in dem gesamten Wohngebiet ist ganz enorm. Also ich kann nur Sie bitten, sich das anzugucken. Da brauchen Sie keine Analyse. Fahren Sie hin, gucken Sie, sehen Sie, basta, so. Und wenn Sie über das Thema Doring sprechen, dann wundere ich mich dann schon. Erstens glaube ich schon, wenn man behauptet, es ist aus Sicherheitsgründen, dann will ich den Beweis auch haben. Ich glaube, das kann ich auch erwarten, weil es gibt ja überall Bedarf und meine knappen Mittel muss ich dort einsetzen, wo der Bedarf besonders groß ist. Und deswegen will ich es auch wissen, deswegen haben wir nachgefragt. Dass dann mir niemand erklären konnte, warum man nun ausgerechnet den Radweg neben den Autos, wo es bergab geht, so gelassen hat, wie er ist. Das heißt, dort, wo Radfahrer, selbst ich, auf 40 km/h komme, wenn ich dort runterfahre, dort kann ich weiterfahren. Da ist die Gefahr des Dorings doch viel größer, als wenn ich berghoch schnaube. Also das verstehe ich nie, das ist doch nie logisch. Das heißt, da hat sich irgendeiner keine Gedanken gemacht, meine Damen und Herren. Liebe Frau Kaspari, ich weiß nicht, welchen Antrag Sie jetzt als Grundlage haben. In dem Antrag, den der Stadtbezirksbeirat Klotzsche zugestimmt hat, steht nichts von Spiegeln drin. Sondern wir reden über unseren Antrag, den wir respektieren mit den Änderungen des Stadtbezirksbeirates. Und ich hoffe doch sehr, dass Sie das auch respektieren. Denn da steht etwas klar drin. Das, was nämlich Kollege Schulte-Wissermann gesagt hat. Bürgerversammlung und mehr Parkflächen. Mehr Parkflächen, das ist das, was sich der Stadtbezirksbeirat nun mal wünscht. Das respektieren wir. Respektieren Sie es doch auch? Stimmen Sie doch zu oder haben Sie damit ein Problem? Klar wollen wir, dass mehr geprüft wird. Es gibt oben nicht allzu viele Flächen. Schauen wir doch mal, was geht, Herr Wirtz. Übrigens kann die Stadt doch, wenn sie auf der einen Seite Parkflächen wegnimmt, auf der anderen Seite auch welche schaffen, die selbstverständlich natürlich befestigt sein müssen. Davon gehe ich aus, dass man die Leute nicht einfach auf eine Wiese stellt. Und zum Schluss, meine sehr geehrten Damen und Herren, nochmal zu Ihnen, Frau Kaspari. Also ich habe Angst vor Verkehrsteilnehmern, die Angst haben. Das sage ich Ihnen ganz, ganz ehrlich. Ich zum Beispiel, ich würde denn das Wort Angst nicht verwenden. Ich sage mal das Wort, ich habe große Bedenken, zum Beispiel ins Flugzeug zu steigen. Also tue ich es nicht. Wenn Sie sich unsicher fühlen auf dem Fahrrad, dann tun Sie es nicht. Ich fahre ganz genauso Fahrrad. Und ich sage Ihnen eins, ich als Fahrradfahrer oder auch als Motorradfahrer weiß sehr wohl, hören Sie mir bitte zu, weiß sehr wohl, was für Gefahren auf mich lauern. Und ich weiß auch, was man macht, wenn man an Autotüren vorbeifährt. Ich fahre dort nicht mit 50 cm dran vorbei, ganz gewiss nicht. Und ich gucke auch rein durch, ob dort irgendjemand drin ist, der vielleicht zu einer komischen Tat handelt. Das ist mir mein Körper, meine Unversehrtheit wert. Und das muss ich machen. Das habe ich auf meinem Moped, auf meiner Simson gelernt, als ich meinen ersten Führerschein gemacht habe. Und jeder, der darauf fährt, muss das wissen. Sie werden die absolute Sicherheit ja niemals haben. Und wir alle müssen überlegen, was es bedeutet. Wir alle müssen überlegen, liebe Kollegin Mühle, ich erkenne Sie gerade so schlecht. Wir alle müssen darüber nachdenken, was es bedeutet, wenn wir das zu Ende denken. Denn die Gefahr des Dorings besteht an so vielen anderen Stellen in dieser Stadt. Und dann sagen Sie den Menschen, dass sie überall dort
das Parken verbieten wollen. Sagen Sie es, und dann reden wir im nächsten Wahlkampf genau darüber. Ich kann Ihnen versprechen, ich werde es machen. Danke. So, meine Damen und Herren, jetzt nähern wir uns dem Abstimmungsverfahren. Die Verwaltung wurde nochmal gebeten, Stellung zu nehmen. Ich will das nur ganz kurz tun und 3-4 Punkte sagen. Erstens, wir hatten zum Thema Doring eine Studie beauftragt, die geguckt hat, in welchen Straßen im Hauptstraßennetz es diese Problematik, die Sicherheitsproblematik für Radfahrende gibt. Diese Studie ist bekannt. Wir haben sie im runden Tisch Radverkehr auch vorgestellt. Die Umsetzung der Radverkehrsmaßnahmen aus dem Radverkehrskonzept haben wir am Anfang des Jahres im Bauausschuss vorgestellt und anschließend der Presse. Also insofern war die Umsetzung der Maßnahme an der Karl-Marx-Straße bekannt. Radgehweglösungen sind nicht nur wegen des Gefälles nicht möglich, sondern weil die aufgrund der Gehwegbreite nicht anordnungsfähig wären. Wir prüfen auch weiterhin Ersatzstandorte, das kann ich sagen, über den Interimsparkplatz oder den Parkplatz auf der Karl-Marx-Straße, den wir einrichten werden. Ich will noch mal einen Punkt ergänzen zum Thema Radverkehr und Sicherheit und Schule sagen. Sie haben der Zeitung entnommen und wir haben uns, glaube ich, alle darüber gefreut, dass in Finnien ein Modul 4 errichten wird und die Kapazitäten am Standort erheblich ausweitet. Für die Errichtung des Moduls 4 sind rege Bautätigkeiten erforderlich. Die Verkehrsführung in der Baustellenzeit für schwere Lkw wird über die Karl-Marx-Straße führen. Schon heute ist das eine Schwerlastverkehrsstrecke und schon aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht nur für die Schule, sondern insgesamt, gerade wenn dort dann im Minutentakt LKWs die Karl-Marx-Straße befahren, war es erforderlich und ist es erforderlich, dort für sichere Radverkehrsanlagen zu sorgen. Wir kommen zum Abstimmungsverfahren. Wir sind beim Tagesordnungspunkt 28.8. Da gibt es den Ergänzungsantrag der FDP-Fraktion. Darüber würde ich jetzt zuerst abstimmen und bitte um Abstimmung, wer diesem Antrag zustimmt. Wir sind beim Ergänzungsantrag der FDP-Fraktion. Der hat mit 32-30 eine Mehrheit erhalten. Jetzt muss ich noch mal fragen, ich glaube, es war gewünscht, bei diesem Antrag punktweise abzustimmen. Ist das so? Oder können wir in einem Ritt abstimmen? Frau Kaspari, dann müssten Sie es nochmal erklären, ob wir jetzt jeden Punkt einzeln oder bestimmte. Jetzt, ja. Wir möchten gerne, dass der Punkt 2 extra abgestimmt wird. Okay. Also würde ich das jetzt so machen, wir stimmen zuerst den Schlusspunkt 2 ab in der Ausschussfassung des federführenden Ausschusses und würden dann die übrigen Punkte mit der Ergänzung FDP-Fraktion abstimmen. Also Ausschussvotum Schlusspunkt 2 seine Zustimmung gibt, bitte jetzt um Abstimmung. Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung. Und dann würden wir die übrigen Punkte, also 1 bis 8, mit der Ergänzung FDP zur Abstimmung bringen. Und bitte jetzt um das Stimmzeichen. Dann hat das mit 33 Ja, 30 Nein
und einer Enthaltung eine Mehrheit gefunden. Und wir kämen zum Tagesordnungspunkt 28.9. Das ist Antrag CDU-Fraktion. Hier gab es das zustimmende Votum im Bauausschuss. Wird hier nochmal getrennte Abstimmung gewünscht? Nein, sehe ich nicht so. Das heißt, wir können die Beschlussempfehlung abstimmen und ich bitte um das Votum. So, auch dieser Antrag hat eine Mehrheit gefunden in der Ausschussfassung, 52 Ja, 2 Nein, 8 Enthaltungen.